Willkommen zu meinem Let's Play von Hitman Blood Money. Wir befinden uns gerade in der Anfangsmission. Und für alle, die das Spiel nicht kennen, es gibt davon momentan nur drei Teile. Dies hier ist der dritte. Und in dem Spiel geht es hauptsächlich darum, Zielpersonen zu eliminieren und irgendwelche Gegenstände sicherzustellen. Und das möglichst auf die leise Tour. So, wie gesagt, befinden wir uns gerade in der Anfangsmission und hier gibt es kein Rating. Das heißt, man muss nicht versuchen, Silent Assassin zu werden. Und jetzt, wir befinden uns hier an einem Pier, an einem Vergnügungspark und wir müssen eine Zielperson eliminieren. Ich will zu Joseph Clarence. Den kenne ich nicht. Mr. Swing King. Scheiße! Dieser kleine Schwanzlutscher, hast du einen Namen? Namen sind was für Freunde. Ich brauche keinen. Genau. Und er knockt die Wurst aus. Wow. Das war gut. So, wir gehen auch gleich sofort weiter. Betreten das Geschäft, lenken sich die Wache ab. Niemand, dafür ist er zu dämlich. Gut, wir nehmen uns die Münze und das hat nicht sehr geklappt. Nehmen wir ein bisschen mehr Anschwung und das hat geklappt. Sehr schön. Und wir sind durchgekommen. So, töten Sie den Gangster. Wir nehmen unsere Klavierseite und erwürgen ihn einfach. So, ich nehme einfach die Pistole. Und nee, dem habe ich keine Lust zu helfen. So, und jetzt klettern wir hier das Gitter hinauf. Springen Sie auf den Balkon. Ja, man merkt, dass es einfach nur ein Training ist, um sich an die Störung zu gewöhnen. So. Und wir sind drüben. Sichern Sie den Nebenraum. Was säubern Sie? Hm. Na schön. Und wir knacken das Schloss auf. Und erschießen ihn einfach. Die brauchen wir nicht mehr. Wir nehmen seinen Körper und ziehen ihn einfach hier rein. So, jetzt noch schließen und das gleiche machen wir bei dem anderen Typen auch. So. Gut, wir sollen uns im Schrank verstecken, aber vorher nehme ich mir das Küchenmesser. Und jetzt verstecke ich mich. Was in drei Teufels Namen ist hier los? Oh. Das war jetzt nicht geplant, aber das ist jetzt auch relativ egal. Gut. Wir gehen weiter. Wir haben die Zugangskarte. Okay. Benutzen Sie. So, und damit jetzt ab in den... Scheiße! Was hat der denn? Hm. Oh, er hat die Leiche gesehen, aber... Wie gesagt, ist mir das ja egal, weil ich muss hier kein Rating erreichen. So... Einmal nachprüfen, wir haben keine Metallgegenstände dabei. Wir gehen einfach weiter. Muss dich durchsuchen, so. Weißbrot. Und er durchsucht mich jetzt. So. Okay, alles cool. Leider nichts gefunden. So,
Wir stellen die Kiste auf den Boden und holen uns die Waffe. Genau. Nehmen uns sofort die Klavierseite. Ach, meine Maus. Ich kann das Geld auftreiben, Baby. Ist nur eine Frage der Zeit. Mr. Spook hat es. Wir öffnen den Park und alles wird sicher. Ist unser Ziel Opfer? Nein, nein, nur noch ein paar Tage. Du musst mir glauben. Sag das nicht, Schätzchen. Mr. Spook macht das schon, Baby. Er kann das Geld besorgen. Ich werde die Papiere nicht unterschreiben, Baby, okay? Du musst mir noch eine Chance geben. Du musst... Schatz? Hallo? Baby? Tja, anscheinend hat er Geldprobleme. Aber private Probleme interessieren mich nicht. So. Und wir können ihn einfach raufziehen. Sehr nützlich. So, wir springen runter. Und machen den Stromkasten im Arsch. Hey, was ist mit dem Licht? Und wir rennen sofort weiter. Nehmen wir uns jetzt die TMP.